ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Willkommen zurück hier bei The Long Dark auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Wir sind fast auf dem Gipfel und ich hoffe, heute schaffen wir es zum Flugzeugwrack. Ich nehme erstmal einen Schluck. Dann schauen wir in die Statistik. Wo sind wir denn gerade? Wir sind bei 482 Tagen und 160 entdeckten Orten. 59% der Welt haben wir gesehen. Ganz cool. Ja, dann nehme ich meinen Schlafsack auf. Schauen uns vielleicht noch einmal um. Haben wir hier alles? Ja, hier ist alles okay. Gut. Wir sind überladen. Das ist auch ganz klar. Wir haben ja eine Menge Wasser hierbei. Und auch Fleisch. Das kann man schon mal einwerfen. Wir nehmen einen Drink. Dann würde ich sagen, können wir durchaus 7 Liter abstellen. So, und ich würde auch sagen, wir legen das Fleisch ab. So. So, ich glaube, es ist nicht mehr weit zum letzten Seil. Ist natürlich ziemlich kalt morgens hier wieder. Ja, minus 22. Aber ich glaube, da beim Flugzeugwrack könnte man sich wieder aufwärmen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht mehr allzu weit. So. Und ich glaube, ich bin zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube, hier oben gibt es auch keine Wölfe mehr. So, und wir sind gut ausgeruht. Das heißt für mich, wir sollten jetzt auch diesen Aufstieg bewältigen. Ah, da sehe ich auch das Seil. Das ist allerdings ein langer Aufstieg. Da müssen wir auf jeden Fall durchatmen zwischendurch. Und ich überlege, ob man noch was ablegen sollte. Schauen wir noch mal rein. Wir haben hier, oh ja, wir haben 10 mal Kohle. Jetzt haben wir 33 Kilo, das sollte funktionieren. Wir machen eine kleine Pause zwischendurch, um uns ein bisschen zu erholen. Und zwar hier. Mal kurz durchatmen. Leider sieht man im Moment nicht so viel. So. Weiter geht's. Zweite Etappe. Haben wir gut gemacht. So, und ich glaube, hier sind wir auf dem Gipfel. Ja, wir haben es geschafft. Ich meine, dass es hier keine Wölfe gibt. Aber ich bin nicht ganz sicher.
da hinten. Ist das Wrack? Und hier liegt auch schon was. Hier liegt der Flügel. Okay. So. Ja, bin ich zum ersten Mal, habe ich noch nie geschafft, hierher zu kommen. Bislang war es für mich auch von der Priorität nicht so wichtig, weil... schauen wir uns mal an, was da kreist. Oder warum die Krähen da kreisen. Weil es für mich in dieser Welt so viel zu sammeln gab, dass ich diese Strapaze bislang nicht aufnehmen musste. Ich weiß gar nicht, worüber die kreisen. Ja. Und ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht unbedingt, aber... Ah, hier. Ich wollte mir mal den Spaß machen und jetzt habe ich es geschafft. Sehr cool. Das Ding ist, es gibt hier eine Menge zu sägen und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Säge vielleicht zwischendurch schlapp macht. Könnte durchaus sein. Oh. Das ändert wirklich alles. Ja, damit hat sich natürlich dann doch gelohnt. Wie fangen wir denn an? Ich glaube, wir machen hier drin erstmal ein Feuer. Ich denke, das sollte der erste Schritt sein. Ich denke, das leisten wir uns. So. Das ist natürlich fantastisch. So, hauen wir erstmal das rein. Das. Wo ich noch eine Kohle. So, die machen wir händisch klein. Oh, ein Seil und Metallschrott. Also besser geht's ja kaum. So, wir setzen Wasser auf. Dann können wir uns eigentlich ranmachen und können hier schon mal den ersten Frachtbehälter öffnen. Was haben wir da für eines? Gar nichts. Nochmal nichts. Okay, das geht ja gut los. 34 Minuten. Nächste Kiste. Ich denke, wir machen das mal. Schweinefleisch. Altholz.
Und weiter geht's. Es war natürlich klar, dass einiges von dem Kram verrotten wird, aber dass der Frachthälter komplett leer ist, hätte ich nicht gedacht. This stuff will come in handy. Also das. Immerhin gewinne ich ein bisschen Stoff daraus. Das ist in Ordnung. Kann damit auch ein paar Klamotten flicken. Ist eigentlich ganz gut. Nur dafür, ja, habe ich kaum Verwendung. Das heißt, ich meine, ich kann es zerlegen. Wie lange dauert das zerlegen? 1 Stunde 30. Oder ich stelle die einfach mal ab. Wollsocken hätte ich gern wieder zurück. So, was können wir denn noch garen? Machen wir wieder Wasser. So. Na. Okay, also bislang war es noch nicht der Erfolg, den ich mir gewünscht hätte. Ja, einfach viele Klamotten werden weg sein, ja. Okay, das in Ordnung. Und das können wir uns gleich mal reinhauen. Ist erst bei 43%. So, haben wir hier auch wirklich alles leer? Ach, da ist noch einer. Es sind immer zwei, glaube ich, pro Container. Ist tatsächlich ganz nützlich. Wir haben natürlich die Flare Gun. Tolle Sache. Spraydose brauche ich nicht unbedingt. Und was haben wir hier? Oh ja, Feuerstahl. Eins, zwei. Ja, das Desinfektionszeug brauche ich nicht. Ja, scheint es gewesen zu sein. Also der Feuerstahl ist natürlich sehr nützlich. Das kann man nicht leugnen. Dann zerlegen wir das.
This pack is getting kind of heavy. So, ich würde sagen, wir nehmen die auseinander. Und legen hier schön was nach. So, und dann geht's weiter. Zerlegearbeiten. Und Reparaturarbeiten. Das ist das Letzte, was ich habe. Ne, ich habe ja noch einmal angezeigt. Sehr gut. Für den 43. Ja. Kann man machen. Feels like night is coming. So. 12 Minuten bis zum Siedepunkt. Kann man denn noch zeichnen? Sehr, sehr cool. Ah ja, hier gibt es noch Kleinigkeiten. So. Dann das können wir auch auseinandernehmen hier. Und ja, hat sich schon gelohnt, kann man auf jeden Fall sagen, weil also allein meine Klamotten zu flicken machte Sinn. Ich habe eine neue Flaregun mit Munition. Ich habe einen Feuerstarter. Das alles wirklich guter Loot, kann man nicht anders sagen. So. Sachen kriege ich hier wahrscheinlich fast alle auf 100%. So, wir haben jetzt noch 9 Stunden. Wir könnten noch eine Kiste zerlegen. Wie viel haben wir hier? 19 Minuten. So, das Trinkwasser stelle ich mal hier ab. So, haben wir noch eine Kiste. Oh, Notfallspritzer. Ja, hier gibt es noch so einiges.
So, das haben wir hier rein. Dann legen wir hier ein bisschen nach. Drink. So. 10 Stunden 30, das heißt, wir können relaxed 9 Stunden schlafen. Gibt es noch was zu beachten? Ich glaube nicht, dass hier das Feuer ausgehen kann. Bin aber nicht ganz sicher. Wir probieren es. Alles sehr, sehr gut. Okay. So. Ich bin nicht sicher, was passiert, wenn man hier alles zerlegt. Ob man dann noch was Schickes findet, zum Beispiel hinter oder unter diesen Kisten. Möglich wäre es. Hier mal reingeschaut. Das ist leer. Leer und leer. Ich hoffe, wir haben wirklich alles. Dann würde ich mir mal einen Tee kochen. Und wir schauen uns hier ein bisschen um. Diesen einen Leichnam hat man gecheckt, meine ich. Das war der, ja, leer. Schauen wir uns nochmal an, was es da gibt. Vielleicht hier oben irgendwo ist. Ja, noch ein Leichnam. Der hat aber nichts. So, was könnte es noch geben? Ja, hier gibt es noch ein paar Pilze. Die nehme ich auf jeden Fall. Dann von der Map her noch was hier gesehen? Ja, ich überlege, ob es lohnt, noch eine weitere Nacht hier zu verbringen. Oder ob wir uns aus dem Staub machen sollten. Der Flügel. Da kreisen auch noch Krähen.
feel numb. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht reisen die aber auch über etwas, was da im Tal liegt. Ah. Ist nochmal eine Höhle. Ah, und ebenfalls ein paar Goodies. Nochmal ein Seil. This will come in handy. Ah, nicht wirklich. So, ich glaube nicht, dass uns zwei Seile so viel bringen. Könnte hier noch einen Tag verbringen, allerdings riskiere ich damit, dass ich so ein bisschen knapp mit den Nahrungsmitteln werde, deswegen lasse ich das, glaube ich, weg. Weil wir haben genügend Tees und so weiter, wir könnten uns damit bestimmt noch eine Nacht über Wasser halten. Aber ich will meinen Gesättigt-Bonus auch nicht aufs Spiel setzen. Ja, durchaus möglich, dass ich hier was vergessen habe. Wir wärmen uns erstmal auf. Jetzt bei 38 Kilo haben wir aber noch den Schlafsack. Den brauchen wir nicht reparieren. Ich könnte mir vorstellen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass unter irgendeiner Kiste hier noch was liegt. Sollte man das machen? Ja, ich glaube, ich mach das. So ein bisschen. Überflüssig eigentlich. Aber wenn ich schon mal hier bin. Also. Nehmen wir die noch auseinander. Denken, auch dran denken, dass ich da nicht gut versorgt bin mit Wärme. So. Dann, was kann man in der Zwischenzeit machen? Ich könnte das noch flicken.
So, wir trinken das. Nehmen wir das auseinander. So, dann. Wir haben zweimal Leder, wir haben das, ich meine. Getrockneter Darm, verstehe. Kilo. Gut, wir haben jetzt das ganze Zeug. So, kann das und das weg. Ich glaube, die kann man nicht mehr benutzen. Wir werden natürlich nicht all die Fackeln brauchen. Tja, braucht man das Leder? Höchstwahrscheinlich nicht. Hier sollten wir mal ein bisschen was zu uns nehmen. In der Höhle gibt es ja noch Fleisch. So. Jetzt gehen wir mal hier hin. So, also hier ist nichts weiter. Farbdose, okay. Da ist nichts. Und das wären jetzt die letzten hier. Nochmal aufwärmen. So, das kann eigentlich alles hier weg. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das können wir noch verheizen heute. Drei Notfallspritzen, das ist ordentlich. So, mit dem Seil. Keine Ahnung. Getrocknete Rehhaut. Also den Wolfspelz brauchen wir sicher nicht. Das andere ist so, naja. So. So, dann. War hier noch eine Kiste, glaube ich. Kann man die von dort zerlegen? Oh, gut, dass ich das noch gemacht habe. Ja, es lohnt sich wirklich hier in jeden Winkel zu schauen. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen nachfassen. Ich glaube, die werden wir alle vertilgen.
So, wir nehmen einen Drink. Also wir müssen hier kein Lager anlegen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass wir hier jemals zurückkommen. Ich gehe jetzt nochmal mit der Fackel hier lang. Zeitungspapier. Da ist eine Dose. So eine Spraydose. So, hier haben wir auch überall reingeschaut. Ja. Leer, leer durchsucht. Leer, leer. Wäre das die letzte? Ja, du wirst dich gleich aufwärmen. So. Ich glaube, dann holen wir uns das noch rein. Den Kaffee möglichst nicht versehentlich trinken, weil dann wird es mit dem Ausruhen schwierig. So. Hier können wir noch ein paar Sachen zerlegen. So, wir haben 8 von den Patronen. Ich weiß nicht, ob wir das Seil mitnehmen. Ich weiß, irgendwo konnte man auch mit einem Seil runterklettern, aber ich glaube nicht, dass ich so eilig habe, dass ich irgendwas abkürzen muss. So. Die hauen wir uns noch rein. Drink. Gibt es noch was zu zerlegen oder zu zerkleinern? Ja, hier. Sehr cool. Das ist alles in Ordnung. So. Hier brennt es 10 Stunden. Ich hoffe, das stimmt auch. Und wahrscheinlich sollten wir noch ein bisschen warten. Damit wir wirklich die vollen 10 Stunden schlafen können. Ja, sieht so aus. Die letzten beiden. So, wir trinken noch mal was. So, wie viel Streichholz haben wir denn jetzt? Unmengen an Streichhölzern sein.
Ja, 24 und nochmal 8, also 32. Wir haben den Feuerstarter, wir haben die Lupe. Sehr, sehr cool. Ja, das Zunderzeug können wir wegtun. Das ordentlich. Da kann man schon sagen, haben wir ziemlich Profit gemacht hier. Ob ich die Dinger wirklich brauche, kann man sich drüber streiten. So, okay. Also, wir sind jetzt genug müde. Kann 10 Stunden schlafen. Und dann geht's morgen, hoffentlich spielt das Wetter mit, nach Haus. Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.